Agi Records präsentiert Jahr 2700. Eine Science-Fiction-Serie von Martin Mack. Teil 8. Levana. Es sprechen Martin Mack als Commander McLean, Jan Benz als Ray Collins, Till Kohlberg als Marco van Geldern, Alex Sauer als Admiral Teto, Silke Dell als Laura, Keno Basun als Garon, Daniel Giel als Gonzales, Sven Müller als Nachrichtensprecher und Matthias Behling an den Androidenstimmen. Produktion 2016 bei Maggie Records. Schön, dass Sie durchgekommen sind, McLean. Es war aber ordentlich knapp. Mr. Collins? Admiral? Und wen haben Sie denn da mitgebracht? Das ist Laura. Ich begrüße Sie, Admiral. Ach ja, Sie erwähnten sie bereits im Hangar auf Ruga. Aber warum wollten Sie mich so dringend sprechen? Außerdem sind Sie und Mr. Collins mir noch eine Erklärung schuldig für Ihre 6-tägige Verspätung. Ich wollte Sie sprechen, weil ich eine Genehmigung für einen Flug in den U-Quadranten zum Gasplaneten Argon brauche. Egal, was Sie jetzt schon wieder aushacken, McLean. Wir brauchen jeden Piloten im Kampf gegen die Darts. Übrigens, Ruga ist komplett von ihnen besetzt. Und in 4 Tagen werden sie auch hier auf Karis sein. Aber lassen Sie mich doch... Verstehen Sie nicht. Das Schicksal der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel und Sie wollen... Diese Menschheit retten. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie meinen Sie das? Wenn man den Darts ihr verlorenes Heiligtum zurückbringt... Ach, McLean. Jetzt fangen Sie doch nicht schon wieder mit Ihrem Vermächtnis von Tom Tae an. Es ist nun mal zerstört und kann nicht... Es ist nicht zerstört. Es existiert. McLean, das ist ja schon ein krankhafter Wahn bei Ihnen. Ich glaube, ich sollte sie wieder in das Sanatorium zurückschicken. Der Commander sagt die Wahrheit, Admiral. So, so. Und woher wollen Sie diese Information schon wieder herhaben? Aus dem Hauptquartier des Sicherheitsdienstes auf Tristan. Es stimmt, Admiral. Es sind Hochsicherheitsdaten. Der Geheimdienst hat das Vermächtnis von Tom Tae nicht eingeschmolzen, wie man uns glauben machen wollte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Sie misstrauisch wurden, als es um den Planeten Maron ging. Wie Sie uns geholfen haben, ihn auf dieser Sternenkarte zu finden. Auch da hat der Geheimdienst versucht, die Spur zu verwischen. Und an wen soll ich mich sonst wenden? Kann es sein, dass dies alles mit Ihrem Verschwinden zu tun hatte? Ja, Admiral, das hat es. Es war nämlich so, als wir aus dem Sanatorium entlassen wurden. Laura wieder an Bord geholt und sind dann sofort wieder nach Ruga aufgebrochen. Und ich möchte noch anmerken, dass sich noch weit mehr brisante Daten in den Speichern befinden. Das Vermächtnis von Tom Tae scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Und Sie meinen, es auf diesem Mond namens Levana zu finden? Laut ISD-Akten soll es dort sein. Überlegen Sie, Admiral. Wenn wir es tatsächlich finden und es den Dart zurückgeben... Dann hätten Sie keinen Grund mehr, uns anzugreifen. Das meinen Sie doch. Genau. Aber was all die anderen brisanten Daten betrifft... Ich weiß nicht, McLean. Admiral,
Wir alle arbeiten für den Sicherheitsdienst. Aber heißt das auch, dass wir alles tolerieren müssen, was die Generäle da im Alpha Centauri verzapfen? Nein! Irgendjemand muss sich mal zur Wehr setzen und alles aufdecken. Das ist genau der Punkt, über den wir uns später einmal ausführlich unterhalten sollten. Ich glaube, Sie sollten sich nach Levana begeben. Danke, Admiral. Und wie ist das mit Laura? Bringen Sie sie zurück oder sollen wir sie mit einem Shuttle... Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich möchte beim Commander und Mr. Collins bleiben. Was sagen Sie dazu, McLean? Sie hat uns geholfen. Ich habe nichts dagegen. Gut, dann machen Sie sich jetzt auf den Weg nach Levana. Ich hoffe, Sie behalten recht und finden dort, was Sie suchen. Das hoffen wir auch. Aber nur so ist endlich ein Frieden mit den Darts möglich. Hoffentlich ist es dann noch nicht zu spät. Falls Sie das Vermächtnis von Tom Tae dort finden, wie wollen Sie es den Darts übergeben? Es gibt nur den einen Weg durch das Wurmloch, zum Wächter. Aber das Wurmloch ist mittlerweile tief in der Dart-Galaxie. Wir können es nicht mehr erfassen. Das Risiko müssen wir eingehen. Wie sieht die Lage denn überhaupt aus? Schlecht. Sehr schlecht. Außer Ruga sind noch 9 weitere Außenposten gefallen. Wir versuchen jetzt hier auf Karis die verbleibenden Kräfte zu sammeln, um die Darts wenigstens hier aufzuhalten. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich hoffe, wir schaffen es noch rechtzeitig bis... Wir müssen durchhalten, bis Sie es geschafft haben, McLean. Aber ich befürchte, wir werden uns nicht wiedersehen. Warum nicht, Admiral? Weil Ihre Mission fast nicht zu schaffen ist. Und unsere Lage hier ist so gut wie hoffnungslos. Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Glück und Erfolg. Und jetzt hauen Sie endlich ab und machen sich auf die Suche. Jawohl, Admiral. Und grüßen Sie Kirito von mir. Versuchen Sie durchzuhalten, Admiral. So wie ich den Commander kenne, schafft er das. Ich habe es gewusst. Trotz seines Ranges steht der Admiral irgendwie doch auf unserer Seite. Aber er geht ein hohes Risiko ein. Wenn herauskommt, dass er uns geholfen bzw. gedeckt hat. Aber irgendjemand muss ja mal langsam anfangen, im Dreck des Geheimdienstes zu wühlen. Und wenn wir es wirklich finden, dann... Ich mag gar nicht daran denken. Sie meinen das Wurmloch und den Flug tief ins Dartgebiet? Ja. Ob wir da eine Chance haben? Fragen Sie mich was Leichteres. Es klingt jetzt vielleicht etwas zu pathetisch. Aber wir haben es in der Hand, für einen intergalaktischen Frieden zu sorgen. Sollte es so kommen, dann sind wir ja Helden. Bekommen Sie dann auch einen Orden? Ach, wäre schön, wenn wir statt Orden keine Anklage wegen Hochverrat bekommen würden. Wie soll ich das verstehen? Glaubst du, die werden uns freundlich die Hände schütteln, wenn herauskommt, dass wir streng geheime Unterlagen gestohlen haben? Da könnten Sie recht haben, Commander. Collins, wie lange brauchen wir noch bis Levana? Bei gleichbleibender Geschwindigkeit exakt... 137 Stunden. In Ordnung. Der Commander geht jetzt schlafen. Ich glaube, der Commander geht jetzt nicht schlafen. Wieso? Was ist los? Planquadrat, LD4. Irgendwas tut sich da. Zeigen Sie mal. Hier, sehen Sie. Wir sind noch zu weit entfernt. Aber anhand der Bewegung würde ich sagen, hier wird ein Schiff verfolgt. Darts? Könnte sein. Und wenn es Darts sind, dann ist die Frage, ist es das verfolgte Schiff oder sind es die Verfolger? Da! Es schlägt schon wieder einen Haken. Es scheint in ernsten Schwierigkeiten zu sein. Laura, nimm Kurs auf LD4. Wir sollten uns die Sache mal genauer anschauen. Vielleicht braucht man sogar unsere Hilfe. Entfernung? 5,2 Parsec. Ich bekomme jetzt ein klareres Signal. Ja, es ist ein Beiboot oder auch ein Shuttle. Und wird verfolgt von... Ja, es ist ein Dartship, Commander. Äußerste Geschwindigkeit, Laura. Wir müssen dem Shuttle zu Hilfe kommen. Entfernung? Noch 4,9 Parsec. Das Shuttle muss einfach durchhalten. Laura, hol alles aus den Maschinen raus, was geht. Ich tue mein Bestes, Commander. Hier, sehen Sie, der Shuttle rast auf einen Planeten zu. Entfernung? Noch 4,7 Parsec. Das dürften wir nicht schaffen, die Entfernung ist zu groß. Da, der Shuttle hat was abbekommen. Scheint aber nicht zerstört zu sein. Es rast weiter auf den Planeten zu. Und das Dartschiff immer noch hinterher. Es dringt in die Atmosphäre ein. Gleich werden wir das Signal verlieren. Aktivieren Sie die Langstreckenscanner. Vielleicht gelingt der Besatzung ja eine Notlandung und wir können sie orten. Und hoffentlich retten. Langstreckenscanner sind aktiviert. Da, das Dartschiff taucht jetzt auch in die Atmosphäre ein. Entfernung? 3,9 Parsec. Behalten Sie den Scan im Auge. Laura, sobald wir den Planeten erreicht haben, sofort landen. Verstanden? Collins gibt dir die genauen Landedaten an. Verstanden, Commander.
Collins. Und ich? Du? Du bewachst das Schiff, Laura. Außerdem regnet es draußen. Wir wollen doch nicht, dass du rostest. Los, Collins, kommen Sie. Es kommt aus der Richtung, Commander. Los, beeilen wir uns. Vorsicht, bleiben Sie in Deckung. Da oben, auf dem Hügel. Ich sehe sie, zwei Darts. Und aus dem Shuttle feuert scheinbar nur einer. Sie nehmen den rechten, ich den linken. Okay, Commander. Feuer! Getroffen! Jetzt schießt der Idiot auf uns. Feuer einstellen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Kommen Sie heraus, damit ich Sie sehen kann. Die Stimme kommt mir so bekannt vor. Mir auch, das ist Van Geldern. Van Geldern, hören Sie auf zu schießen. Wir sind es, Collins und McLean. Wir kommen raus. Tatsächlich, er ist es. Entschuldigung, Commander McLean und Mr. Collins. Was treiben Sie denn hier? Wie Sie sehen, lasse ich mich von Darts abschießen. Übrigens, danke für Ihre Hilfe. Sie haben mir das Leben gerettet. Ach, Sie wären schon mit denen fertig geworden. Das bezweifle ich. Die Energie in meinem Phaser war fast erschöpft. Und die anderen in Ihrem Schiff? Welche anderen? Ich bin allein geflogen. Es gibt gar keinen anderen mehr. Die Darts haben LH-102 angegriffen und zerstört. Meine Leute sind alle tot. Ich hab Sie ja gewarnt. Ja, ja. Hinterher ist man immer schlauer. Aber was machen Sie eigentlich in dieser Gegend? Wir sind auf dem Weg in den U-Quadranten zum Gasplaneten Argon. Commander, ich werde mal nach dem Dartschiff schauen. Vielleicht waren es ja doch mehr als zwei Darts. Tun Sie das, aber seien Sie vorsichtig. Wir treffen uns am Schiff. Was wollen Sie denn auf Argon? Dank der Daten, die wir durch Sie sichern konnten, haben wir festgestellt, dass der Auslöser dieses jahrhundertelangen Konflikts zwischen den Darts und uns nicht zerstört wurde. Und deshalb sind wir hier. Was für ein Auslöser? Was meinen Sie? Das erkläre ich Ihnen später im Schiff. Kommen Sie jetzt. Sieh mal einer an, der Terrorist ist wieder da. Hallo, Blechbüchse. Commander, muss ich mir das gefallen lassen? Macht das unter euch aus. Wo ist denn Mr. Collins? Der kommt gleich nach. Und was machen wir jetzt mit Ihnen? Ich stehe in Ihrer Schuld, Commander, wenn Sie Hilfe brauchen. Wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie bei uns bleiben? Wenn Sie einen Terroristen brauchen können. Ich nehme den Ausdruck Terrorist mit Bedauern zurück. Okay, und ich das Wort Blechbüchse. Nun gut, nachdem ihr euch vertragen habt... Alles in Ordnung, Commander. Es waren nur zwei Darts. Sind Sie sicher? Ja, es war auch nur ein zweisitziger Jäger. Na gut, dann wollen wir mal los. Wir haben schon genügend Zeit verloren. Dass das Vermächtnis von Tom Tae auf Levana zu finden sein soll. Das ist hochinteressant und auch verrückt. Wieso verrückt? Nun ja, Sie kommen aus der Vergangenheit, Collins aus der Zukunft und Sie sollen beide sozusagen in der Mitte der Zeit eine Möglichkeit finden, den Krieg mit den Darts zu beenden. Tja, Van Geldern, so ist das nun mal. Wie hat mal der Wächter zu mir gesagt, Zeit ist relativ. Noch so eine irre Story. Sie haben den obersten Dart getroffen. So irre war das ganz und gar nicht. Ich möchte ihm ungern nochmal begegnen. Wenn wir das Vermächtnis von Tom Tae aber finden, werden Sie ihm nochmal begegnen müssen. Ein anderes Thema. Collins, wie lange noch bis Levana? 46 Stunden, Commander. Wenn wir nicht wieder jemanden retten müssen... War das jetzt sarkastisch gemeint, Mr. Collins? Ja, Laura, das war sarkastisch gemeint. Aber was machen wir mit Ihnen, wenn wir zurückkehren? Wie meinen Sie das, Commander? Egal, ob Sie uns helfen oder nicht... Wenn wir wieder zu Hause sind und es sich herausstellt, dass Sie Marco Van Geldern sind, dann gehen Sie ganz schnell wieder in die Katakomben von Altea ab. Wissen Sie was, Commander? Darüber mache ich mir jetzt noch überhaupt gar keine Gedanken. Bis dahin kann noch so viel passieren, wir müssen erst einmal das Vermächtnis von Tom Tae auf Levana finden. Dann es zu den Darts zurückbringen. Da mache ich mir doch nicht jetzt schon Gedanken, was passiert, wenn wir zurückkehren. Da haben Sie recht, wir haben noch viel zu erledigen.
Da, da liegt er. Er ist jetzt auf dem Monitor gut zu erkennen. Argon. Und Levana? Hier, der kleine Punkt, der ihn umkreist. Und wie gehen wir dann weiter vor? Wir können ja schlecht aussteigen und suchen. Der Planet hat doch eine giftige Atmosphäre, oder irre ich mich da? Nein, nein, aussteigen können wir nicht. In der Tat, Levana hat eine giftige Atmosphäre. Aber wir stellen unsere Langstreckenscanner so ein, dass sie auf Braka reagieren. Sie wollen nach Braka suchen? Ich dachte, wir suchen nach dem... Ja, Laura, wir suchen auch nach dem Vermächtnis von Tom Tae, das aber zum größten Teil aus Braka besteht. Und wo wollen wir mit der Suche beginnen? Am besten bei dem Schiffswrack. Wenn der Planet so öde und leer ist, scheint mir das der geeignete Ausgangspunkt. Dann werde ich die Langstreckenscanner schon mal aktivieren. Wir sind gleich in der Umlaufbahn von Levana. Tun Sie das, Collins. Immer noch nichts? Nein, Commander. Wir sind jetzt bei der 15. Umkreisung. Die Langstreckenscanner sind auf Maximum eingestellt. Aber es tut sich nichts. Sind Sie sicher, dass das der richtige Planet ist? Es gibt nur einen Planeten in der Galaxie namens Levana. Und was ist, wenn die Computerdaten gefälscht sind, um uns, sagen wir mal, in die Irre zu führen? Das halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Die Daten waren doppelt und dreifach gesichert. Wenn der Sicherheitsdienst gewollt hätte, dass da jemand rankommt, hätten sie es einfacher gemacht. Trotzdem frage ich mich, warum die Scanner nicht anschlagen. Es kann noch Tage dauern, bis wir den ganzen Planeten gescannt haben. Und jede Minute ist kostbar. Vielleicht sind wir aber auch auf dem ganz falschen Weg. Aber die Hinweise sind doch eindeutig. Das Vermächtnis soll auf Levana versteckt sein. Und wir umkreisen hier Levana. Levana, Levana, das ist das Stichwort. Wir haben aber genau recherchiert. Es gibt nur diesen einen Planeten namens Levana. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Der Name Levana könnte auch eine andere Bedeutung haben, oder? Genau. Check doch mal, ob es den Namen Levana in einer anderen Sprache gibt. Meine Datenbank umfasst aber keine außerirdischen Sprachen. Es muss ja keine außerirdische Sprache sein. Das Schiff, das damals hier abgestürzt ist, kam von der Erde. Hast du einen Speicher mit Erdsprachen? Über diesen Speicher verfüge ich. Worauf wartest du dann noch? Dann check diesen Speicher mal. Ich bin schon dabei. Ich habe einen Eintrag gefunden. Und? Der Name Levana stammt aus einer alten Erdensprache. Diese Sprache nannte man Hebräisch. In dieser Sprache bedeutet Levana nichts anderes als Mond. Hebräisch? Aber das bringt uns ja auch nicht viel weiter. Oh doch, Collins. Laura, wann wurde diese Sprache gesprochen? Sie wurde ab dem 1. Jahrtausend vor Christus gesprochen. In dieser Zeitepoche kannten die Menschen noch keine Weltraumreisen. Das heißt, die Hebräer konnten nur einen Planeten mit dem Namen Levana versehen. Den Terramond. Genau. Wir waren die ganze Zeit auf der falschen Fährte. Levana ist der Terramond. Unser Weg führt uns nun also zum Terramond? Okay. Genau, Mr. Collins. Da sollten wir unsere Suche fortsetzen. Laura, berechne schon mal den Kurs zum Terramond. Jawohl, Commander. Befindet sich nicht auf dem Terramond eine Strafkolonie? Sie hat da mal existiert, denn als wir damals unseren Strafdienst auf dem Terramond antreten sollten, kurz bevor wir in die Vergangenheit geschleudert wurden, sprach Captain Dex davon, dass die Darts die Kolonie angegriffen haben, aber sie eh nicht mehr existiere. Und ausgerechnet da soll nun das Vermächtnis versteckt sein? Ich glaube, der Platz ist schon bewusst gewählt worden. Immerhin handelt es sich um ein ehemaliges Bergwerk. Dort wird es viele Möglichkeiten geben, etwas zu verstecken. Deshalb brechen wir jetzt die Suche hier ab. Das ist aber eine Reise ins Innere des Planetensystems. Sie wissen, wie lange das dauert? Natürlich. Aber was bleibt uns anderes übrig? Die Zeit sitzt uns im Nacken. Wir müssen fündig werden. Nur so können wir diesen sinnlosen Krieg stoppen. Haben Sie irgendwelche Informationen über diese ehemalige Strafkolonie? Ein paar. Am Anfang der Industrialisierung des Mondes wurde dort ein gigantisches Bergwerk errichtet. Man förderte dort Nickel, Kupfer und andere Mineralien. Später wurde es dann nach und nach zu einer Strafkolonie ausgebaut, einem sogenannten Arbeitslager. Das ist alles, was ich weiß. Das kann also dauern, bis wir fündig werden. Das kann sein, aber umso schneller wir damit anfangen... Und die Darts? Ob sie auch wieder so weit ins Innere unserer Galaxie vordringen? Fragen Sie mich was Leichteres. Bei Ihrem letzten Großangriff auf die Menschheit waren Sie wohl dort, so wie Captain Dex damals berichtete. Wir müssen also auf der Hut sein. Thank you.
Commander, wir nähern uns der Erde. Sie ist auf dem Bildschirm bereits in Sicht. Zeigen Sie mal. Was für ein wunderschöner Anblick. Aber leider durch uns Menschen selbst vernichtet. So schön er auch anzusehen ist. Er ist total verseucht. Leben existiert dort nicht mehr. Ich hätte was drum gegeben, die Erde in ihrer vollen Blüte erleben zu dürfen. Waren Sie nie auf der Erde? Commander, da merkt man, wie oft Sie in der Zeit umhergereist sind. Als die Katastrophe auf der Erde passierte, war ich noch gar nicht geboren. Und ich auch nicht. Ich hätte Sie auch gern mal gesehen. Mit all Ihrer Artenvielfalt, den wunderschönen Landschaften, die Klimazonen. Ja, sie war schön. Eintritt in die Mondumlaufbahn in 7 Minuten, Commander. Danke, Collins. Aber das Ende der Erde war schon lange vor der atomaren Katastrophe abzusehen. Wie meinen Sie das? Wir haben diesen wunderbaren Planeten ausgenutzt, bis zum Gehtnichtmehr. Wälder abgeholzt, Tierarten ausgerottet, Raubbau betrieben. Das ökologische Gleichgewicht konnte sich nicht mehr erholen. Die atomare Katastrophe war nur noch das i-Tüpfelchen. Was ist denn damals genau passiert? Das erzähle ich euch, wenn wir mal mehr Zeit haben. Wir sollten uns jetzt erst einmal auf die Suche machen. Die Strafkolonie müsste irgendwo Landeschächte haben. Checken Sie das mal, Collins. Bin dabei. Es ist alles auf der Oberfläche zerstört. Sehen Sie selbst, ich vergrößere das Bild. Alles zerstört. Die Darts haben damals wirklich ganze Arbeit geleistet. Da war wohl der Landeschacht. Sieht so aus. Schauen Sie, Commander, 2 zerstörte Dartschiffe. Ich sehe es. Also gut. Laura, lande das Schiff direkt neben dem zerstörten Landeschacht. In Ordnung, Commander. Wir müssen dann halt raus und den Eingang suchen. Holen Sie schon mal die Raumanzüge, Collins. In Ordnung, Commander. Sie und Laura bleiben an Bord und übernehmen die Raumwache. Und warum kann ich Ihnen nicht helfen? 6 Augen sehen mehr als 2. Weil wir nur 2 Raumanzüge haben. Ich benötige aber keinen Raumanzug, Commander. Ich benötige ja auch keine Luft zum Atmen. Es bleibt dabei, ihr beide bleibt an Bord. Hier sind die Raumanzüge, Commander. Gut. Wenn wir gelandet sind, versuchen Collins und ich in die Station zu gelangen. Ihr startet wieder und tastet den Planeten nach Braca ab. Warum denn das? Das, was wir suchen, wird doch wohl in der Station sein. Wissen wir das? Es ist nur die Rede davon, dass es hier auf dem Mond sein soll. Aber wo? Davon ist nirgendwo die Rede. Collins und ich suchen in der Station, ihr umkreist den Mond und sucht mit den Langstreckenscannern. Verstanden, Commander. Achtung, ich setze jetzt zur Landung an. Können Sie schon was entdecken, Collins? Nein, Commander. Man kann ja auch kaum was erkennen. Ich sehe nur zerstörte Außengebäude und Raumschiffwracks. Kommen Sie mal her, Collins. Ich glaube, ich habe etwas entdeckt. Moment, Commander. Was haben Sie entdeckt? Hier, schauen Sie mal. Das könnte ein Notausgang sein. Und wo man rauskommt? Muss man auch wieder reinkommen. Los, helfen Sie mir mal. Das könnte ein Eingang sein. Dann wollen wir mal. Haben Sie eine Idee, wo wir beginnen sollen? Ich würde in der Zentrale beginnen. Vielleicht können uns die Computer weiterhelfen. Sie glauben doch nicht, dass die noch intakt sind. Schauen Sie sich doch mal um, wie das hier aussieht. Das glaube ich auch nicht, aber dafür habe ich Sie ausgewählt für diese Mission. Sie können versuchen, sie zu reparieren. Das wird aber mal nicht so eben im Vorübergehen zu erledigen sein. Das ist mir schon klar. Aber wir müssen hier fündig werden. Das ist unsere einzige und vielleicht auch letzte Chance. Van Geldern ruft Commander McLean. Hier, McLean? Was gibt's, Van Geldern? Wir sind jetzt in der Umlaufbahn und beginnen mit der Abtastung. In Ordnung. In knapp 4 Stunden müssen Sie hier wieder landen.
Dann ist unser Sauerstoffvorrat verbraucht und wir müssen wechseln. Gibt es denn da unten keinen Sauerstoff? Als die Strafkolonie noch existierte... Sie glauben gar nicht, wie es hier unten aussieht. Es ist alles zerstört. Wir versuchen jetzt in die Zentrale zu gelangen. Ende. In Ordnung. Wir sehen uns in knapp 4 Stunden. Wann gilt dann Ende? McLean, Ende. Hilfreich wäre jetzt ein Lageplan der Station. Oder haben Sie den im Kopf? Nein, habe ich nicht. Aber ich glaube, in der Nähe der Aufzüge befinden sich solche Pläne. Gut, dann suchen wir die Aufzüge. Da hinten scheint welche zu sein. Sieht so aus. Und da scheint auch ein Übersichtsplan zu sein. Stimmt. Hier, Commander, hier ist er. Wir befinden uns hier. Und hier auf Sohle 2 und 3 sind die Verwaltungstrakte. Sohle? So nannte man früher die Etagen in den Bergwerken. Ach so. Aber da kommt erstmal nichts. Genau. Da geht es immer tiefer in den Mond hinein. Sehen Sie hier, Sohle 4, 5, 6 bis 14. Das sind alles Stollen. Und hier. Hier ist unser Ziel, Sohle 15, zentrale Verwaltung. Es geht noch weiter. Sehen Sie, hier. Sohle 16 bis 23, Gefängnistrakt. Und hier Sohle 24, Sicherheitstrakt. Was das wohl sein mag? Keine Ahnung. Jetzt aber erstmal da runter. Das wird ein langer Fußmarsch. Und der Aufzug? Ja, der Aufzug. Können Sie mir erklären, wie der ohne Energie funktionieren soll? Es muss hier aber irgendwo eine Treppe geben. Daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Wichtig ist, dass wir unsere Sauerstoffreserve im Auge behalten. Nachher müssen wir den ganzen Weg zurück nach oben laufen. Das bedeutet, Treppen steigen ohne Ende. Genau. Sehen Sie es als Raumfahrt-Fitnessprogramm an. Sauerstoffreserve 91%. Bei mir sind es 92%. Hier, Commander. Hier scheint die Treppe nach unten zu sein. Dann mal los. Meine Güte, das war ein langer Weg. Und nachher wird er noch länger. Bedenken Sie, der gleiche Weg nochmal, aber dann Treppe aufwärts. Bitte erinnern Sie mich nicht daran, Commander. Was sagt Ihr Sauerstoffvorrat? 87%. Gut, dann suchen wir jetzt die Zentrale. Nicht nötig, Commander. Hier, direkt gegenüber. Das erspart uns wenigstens eine weitere Suche. Da, da scheint der Hauptcomputer zu sein. Sieht noch ziemlich intakt aus. Intakt schon, aber ohne Energie läuft er auch nicht. Ich schaue mich mal um, ob ich ein Notaggregat finde. Gut, und ich inspiziere mal die Gänge hier. Oder brauchen Sie mich? Nein, nein. Wenn ich ein Notaggregat finde, versuche ich, das Ding hochzufahren. Gut, dann werde ich mich jetzt hier mal ein bisschen umschauen. Commander, können Sie mich hören? Was gibt's, Collins? Ich habe ein Notaggregat gefunden. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Ich versuche jetzt, den Computer hochzufahren. Gut. Ich habe auch etwas Merkwürdiges entdeckt. Was denn, Commander? Ich dachte, damals bei dem Angriff hätten die Dazi-Stationen nur mit ihren Raumschiffen angegriffen. Aber? Hier liegen lauter Skelette, die von keinem Menschen stammen können. Der Knochenaufbau ist völlig anders. Und Sie meinen, es sind Darts, beziehungsweise Waren? Wer sollte es sonst sein? Merkwürdigerweise ist keins der Skelette bewaffnet. Die Skelette unserer Spezies aber schon. Das ist in der Tat wirklich merkwürdig. Ich habe das Notaggregat mit dem Computer verbunden. Ich versuche, ihn jetzt hochzufahren. Hoffentlich schaffen Sie es. Ich gehe jetzt mal eine Sohle tiefer. Bin mal gespannt, was da unten im Sicherheitstrakt zu finden ist. Thank you.
Können Sie mich hören, Collins? Ja, laut und deutlich. Was gibt es, Commander? Es wird immer merkwürdiger. Hier unten in den Gängen liegen eine ganze Anzahl von Dartskeletten. Und? Alle sind mit den Händen auf dem Rücken gefesselt. Das ist wirklich merkwürdig. Wie sieht es bei Ihnen aus? Der Computer ist hochgefahren. Ich versuche jetzt reinzukommen. Gut, ich stehe jetzt vor einer Eisentür. Kein Schloss zu erkennen. Höchstwahrscheinlich elektronisch gesichert. Dann müsste sie zu öffnen sein. Energietechnisch ist hier alles tot. Hier ist ein Schild. Sicherheitsbereich A1. Ich versuche, die Tür zu öffnen. Und, was sehen Sie? Hier ist ein Gang. Und Gefängniszellen. Mit Eisenstäben. Und altmodischen Schlössern. Oh mein Gott! Was ist, Commander? Was sehen Sie? Commander? In den Gefängniszellen liegen Skelette von Darts. In jeder wohl ein Dutzend. Alle mit den Händen auf dem Rücken gefesselt. Commander, ich glaube, die Darts sind damals nicht bis hier unten vorgedrungen. Wie meinen Sie das? Das klingt alles so, als wären Sie hier gefangen gewesen und als an der Oberfläche der Angriff begann, scheint es hier einen Ausbruchversuch gegeben zu... Was ist los, Collins? Ich bin im Computersystem drin. Ich komme zu Ihnen hoch. Und? Haben Sie schon was herausbekommen? Noch nichts Genaues, aber Einzelheiten über die Station. Und was da genau? Schauen Sie mal hier. Ich hatte recht. Der Gefängnistrakt auf Sohle 16, also direkt unter uns, war nur für die Darts. Ebenso Trakt 17 und 18. Das wusste keiner von uns. Damals. Unglaublich. Aber noch viel interessanter ist das hier. Schauen Sie mal. Hier auf Sohle 18. Sondertrakt A1? Abschiebungshaft Darts? Was bedeutet das? Keine Ahnung. Nein, das meinte ich nicht. Das hier, direkt daneben. Medizinisches Versuchslabor? Genau. Und hier steht noch Sicherheitsbereich Alpha. Zutritt nur für Angehörige des ISD mit Sonderausweis. Medizinisches Versuchslabor im Darttrakt. Das klingt nicht gut. Ganz und gar nicht. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, was damals hier... Vielleicht ist das der sogenannte Folterplanet, von dem Van Geldern mal sprach. Das glaube ich nicht. So wie es scheint, waren in den darunterliegenden Trakten Menschen untergebracht. Und für einen sogenannten Folterplaneten wären das zu viele Mitwisser. Nein. Ich vermute diesen Folterplanet woanders. Dann werde ich mir mal dieses medizinische Versuchslabor ansehen. Versuchen Sie herauszubekommen, wo das Vermächtnis von Tomta E versteckt ist. Und versuchen Sie sonst noch alles Wissenswerte zu speichern. Ich schaue mich mal unten um. Wie schaut es mit Ihrem Sauerstoffvorrat aus? Das hatte ich ganz vergessen. 51%. Das heißt, wir haben noch etwas Zeit. Bei ca. 35% müssen wir wieder nach oben. Gut, schauen Sie sich im Labor um. Ich mache hier oben weiter. Collins, können Sie mich hören? Was gibt's, Commander? Ich bin gleich unten. Haben Sie schon was herausbekommen? Nein, zu viele Querverweise. Teilweise verschlüsselte Daten. Ich bin dabei, die Dateien komplett herunterzuladen und werte sie dann an Bord aus. Dort habe ich mehr Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. Schon eine Spur vom Vermächtnis? Noch nicht. Ich bin aber fest davon überzeugt, die findet sich bei den heruntergeladenen Dateien. Ich stehe jetzt vor dem Labor. Die Tür ist auf. Commander, was sehen Sie? Auf dem Operationstisch liegt ein Skelett. Ein Dartskelett. Aber ohne Kopf. Das Skelett ist festgeschnallt. Hier. Der Kopf ist hier. Was ist, Commander? Der Kopf liegt in einer Flüssigkeit und ist komplett erhalten. Weit aufgerissene Augen starren mich an, ein weit aufgerissener Mund. Das klingt so, als ob... Ja, es sieht so aus. Dem Dart wurde bei vollem Bewusstsein der Kopf abgetrennt. Wer macht so etwas? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
aber ich vermute... Der Sicherheitsdienst, nicht wahr? Ja, es kann nur so sein. Ich komme zu Ihnen wieder hoch. Wie weit sind Sie? Der Datentransfer ist in 6 Minuten abgeschlossen. Gut, dann verschwinden wir so schnell wie möglich von hier. In Ordnung, die weitere Auswertung übernehme ich dann auf dem Schiff. Suchen Sie zuerst aber nach dem Vermächtnis von Tom Tae. Wir müssen es finden, die Zeit rennt. Geldern ruft Commander McLean. Ihr McLean, was gibt's? Commander, vier Schiffe nähern sich uns. Wir haben ihren Zielpunkt errechnet. Es ist der Terramond. Können Sie die Schiffe schon identifizieren? Nein, Commander, dafür sind sie noch zu weit entfernt. Aber anhand der Geschwindigkeit können es nur Dartschiffe sein. Wie lange brauchen Sie da unten noch? Bis wir wieder an der Oberfläche sind, gute 20 Minuten. Das wird nicht reichen, Commander. Nach der Berechnung von Laura werden die Schiffe, wenn sie Kurs und Geschwindigkeit beibehalten, in exakt 9 Minuten in die Umlaufbahn einschwenken. 9 Minuten? Das schaffen wir nicht. Steuern Sie die Erde an und verbergen Sie sich im Erdschatten. Sofort! Und Sie? Wir versuchen uns hier so gut wie es geht zu verstecken. Sollten die Darts abdrehen oder wieder starten, geben Sie uns sofort Bescheid. Ist das klar? Wird gemacht, Commander. Wie sieht es mit Ihrer Sauerstoffreserve aus? 39%. Das heißt, im Idealfall haben Sie noch Sauerstoff für... Circa 1 Stunde, ich weiß. Verschwinden Sie jetzt und kein Funkkontakt mehr, solange die Darts in der Nähe sind. Verstanden. Viel Glück. Ende. Danke. Ende. Haben Sie mitgehört, Collins? Hab ich, Commander. Der Datentransfer ist in 4,5 Minuten beendet. Ich komme zu Ihnen hoch. Commander, der Datentransfer ist abgeschlossen. Gut, dann nichts wie weg von hier. Wo wollen wir denn hin? So nah wie möglich an die Oberfläche. Wieso an die Oberfläche? Ich denke, die Darts landen dort gleich. Denken Sie an unseren Sauerstoffvorrat. Sobald die Darts wieder außer Reichweite sind, muss uns Van Geldern abholen. Und da sollten wir zusehen, dass wir so nah wie möglich beim Ausgang sind. Also los, kommen Sie! Moment, Commander, ich muss kurz Pause machen. Sie haben recht, lassen Sie uns kurz verschnaufen. Wir müssen langsamer nach oben. Schauen Sie auf unseren restlichen Sauerstoff. Vorrat. 28%. Wir verbrauchen zu viel Sauerstoff. Wir müssen langsamer nach oben. Aber die Zeit. Es nützt nichts. Wir müssen langsamer nach oben. Kommen Sie. Wie weit ist es noch bis zum Ausgang? Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, wir haben die Hälfte geschafft. Erst die Hälfte? Schauen Sie auf Ihren Sauerstoffvorrat. 17%. Wir verbrauchen unnötig viel Sauerstoff. In den Anzügen ist das ja auch verdammt beschwerlich. Das Problem ist, wenn wir weiter so viel Sauerstoff verbrauchen, ist der aufgebraucht, bis wir an der Oberfläche ankommen. Und wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis uns Van Geldern
wieder abholen kann. Also weiter, aber langsam. Commander? 8% Nur. Es sind nur noch 2 Stockwerke. Ich kann nicht mehr. Lassen Sie uns dort rübergehen und ausruhen. Lassen Sie mich hier. Gehen Sie alleine weiter. Kommt überhaupt nicht in Frage. Wir legen uns auf den Rücken. Versuchen Sie, ganz ruhig zu atmen. So verbrauchen wir weniger Sauerstoff. Van Geldern wird uns schon holen. Hören Sie das? Komm. Da kommt jemand. Sie holen uns. Endlich. Endlich. Meister Garon, hier liegen noch 2 Humanoide, allerdings in Raumanzügen. Wer hier lebt noch? Lass mich mal sehen. Der Humanoide atmet kaum noch. Er sagt etwas, Meister Garon, aber ich kann ihn durch den Helm nicht verstehen. Nein, nicht den Helm. Sauerstoff. Vielleicht verstehen wir ihn ohne Helm besser. Ich entferne jetzt den Helm. Nein, nicht den Helm. Nein. Nein, nein, nicht den Helm. Commander, beruhigen Sie sich. Van Geldern? Es ist alles in Ordnung, Commander. Aber die Darts haben mir doch... Die Darts? Was haben die Darts? Die Darts haben mir doch den Helm abgenommen. Die waren gar nicht auf dem Mond. Sie haben ihn lediglich umkreist. Sie müssen Halluzinationen aufgrund des fast verbrochenen Sauerstoffs gehabt haben. Und wie bin ich an Bord gekommen? Und was ist mit Collins? Collins ist schon wieder längst damit beschäftigt, die Computerdaten auszuwerten. Und gerettet hat sie Laura. Laura? Ja. Ich muss zugeben, wir haben uns ein wenig ihrem Befehl widersetzt und sind nicht in den Erdschatten geflogen. Sondern? Wir sind auf dem Mond gelandet, haben das Schiff zwischen die Trümmer manövriert und uns totgestellt. Die Darts haben den Mond mehrmals umrundet und sind dann weitergeflogen. Als wir dann keine Verbindung mehr zu ihnen bekamen, ist Laura losgegangen und hat sie gefunden und ins Schiff geschleppt. Collins ebenso. Wie lange war ich? Sie haben 16 Stunden geschlafen. 16 Stunden? Wir müssen da jetzt wieder runter. Wir müssen das Vermächtnis von Tom Ta'e... Beruhigen Sie sich. Collins hatte uns über den Stand der Dinge informiert. Das Vermächtnis von Tom Ta'e befindet sich nicht auf dem Terramond. Nicht? Aber wir hatten doch eindeutige Hinweise, Collins dass... Collins hat die Computerdaten ausgewertet. Er sitzt schon seit Stunden an der Auswertung. Und er hat herausgefunden, dass sich das Vermächtnis von Tom Ta'e auf der Erde befindet. Wir umkreisen sie bereits, wollen aber ihre Entscheidung abwarten. Ich gehe auf die Brücke. Begleiten Sie mich. Commander, schön, Sie zu sehen. Vielen Dank, Laura. Auch für die Rettung. Ich sagte Ihnen doch, ich benötige keinen Sauerstoff. Wenn Sie das nächste Mal wieder... Ich werde es mir merken, Laura. Alles in Ordnung, Collins? Ja, Commander, mir geht es gut. Jedenfalls körperlich. Wie meinen Sie das? Ich bin dabei, die Computerdaten aus der Strafkolonie auszuwerten. Also, erstens, das Vermächtnis von Tom Ta'e ist vor 4 Jahren auf die Erde gebracht worden. Das sagte mir Van Geldern bereits. Ich habe sogar die genauen Koordinaten. Zweitens,
Es war wirklich so. Die Stollentrakte 16 bis 18 waren nur für die Darts. Sie mussten dort recht risikoreiche Arbeiten verrichten. Ich nehme an, man wollte dafür keine Menschen einsetzen. Wenn sich einer der Darts bei der Arbeit verletzte, wurde er in das medizinische Versuchslabor gebracht. Da wurden dann Experimente an ihnen durchgeführt. Die Ergebnisse sind hier genau festgehalten, aber ich möchte Ihnen ersparen, ins Detail zu gehen. So schlimm? Wenn das die Darts in die Hände bekommen würden, ich weiß nicht, ob sie uns denn nur noch vernichten möchten. Ihre Rache wäre fürchterlich, und das sogar zu Recht. Aber jetzt erstmal weiter. Darts, die durch rebellisches Verhalten oder anderweitig auffielen, und auch Darts, die die Versuche im Labor überlebten, wurden in den Sondertrakt A1 verlegt, dem sogenannten Abschiebungstrakt. Von dort aus ging alle 40 Tage ein Transport nach Eldoran. Eldoran? Ein Planet? Ich weiß es nicht, noch nicht. Das ist im Moment alles, was ich herausbekommen konnte. Aber ich arbeite weiter an der Auswertung. Landen wir denn auf der Erde und holen das Vermächtnis von Tomtae? Das ist nicht so einfach. Wir müssen erst einmal zurück nach Karis. Warum denn das? Weil wir auf der Erde nicht so einfach landen können. Und warum nicht? Brauchen wir dafür ein anderes Schiff? Du hast es erfasst, Laura. Ich werde Admiral Teto bitten, uns ein Schiff zu besorgen, das über eine spezielle Entseuchungsanlage verfügt. Laura, berechne den Kurs nach Karis und dann nichts wie weg von hier. Kurs nach Karis wird berechnet, Commander. Sie sprachen gerade von einer Entseuchungsanlage? Ja, die Erde ist nuklear verseucht. Wir können da nicht so einfach rumspazieren und dann ins Schiff zurückkehren, ohne uns zu entseuchen. Was ich nicht verstehe, die Vernichtung der Erde ist doch noch gar nicht so lange her. Wieso wurden überhaupt so altmodische Nuklearwaffen eingesetzt? Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, da muss ich etwas länger ausholen. Die exakten Jahreszahlen habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber es muss so um das Jahr 2200 gewesen sein, als die atomare Aufrüstung der Erde ihren Höhepunkt erreichte. Gleichzeitig gab es noch zwei Machtblöcke auf der Erde, den östlichen Machtblock mit den Russen an der Spitze und den westlichen mit den Amerikanern. Also, in dieser Zeit einigte man sich, alle Atomwaffen zu vernichten, was auch geschah. Angeblich, wie wir heute wissen. 2696, also in dem Jahr, wo es zum großen Knall kam, entführte der Stumme, ein Terrorist, der aus dem Gefängnis in Lissabon geflohen war, einen der führenden russischen Politiker, Votrov Popolov, und versuchte mit ihm zu den Darts zu gelangen. Ich habe ihn damals bis ins Alpha Centauri verfolgt. Unterdessen kam es auf der Erde zum entscheidenden Konflikt, da die Russen die Amerikaner für die Entführung verantwortlich gemacht haben. Ich verfüge sogar über eine kurze Aufzeichnung über diese Ereignisse in meiner Speicherbank, Commander. Im Ernst? Da bin ich mal gespannt. Lass hören. Wiedergabe der Aufzeichnung. Hier sind die GGT-Nachrichten. Montag, der 13. Wie erst heute bekannt wurde, ist das russische Staatsoberhaupt Wodorow Popolov am 17. September bei einer Urlaubsreise mitsamt 4 nicht minder hohen Offizieren entführt worden. Die Regierung hüllt sich in Schweigen. Nach Bekanntwerden der Meldung heute Morgen um 7.30 Uhr explodierten 4 Bomben gegen Mittag auf amerikanischen Raumbasen. Die russische Terrorgruppe Rote Trigade hat sich zu dem Anschlag bekannt. Hier sind die GGT-Nachrichten. Dienstag, der 4.10. Um die Entführung von Wodorow Popolov herrscht immer noch Unklarheit. Nach nicht bestätigten Meldungen soll für die Tat der Stumme in Frage kommen, der angeblich vor 3 Wochen aus dem Staatsgefängnis in Mailand geflohen sein soll. In der Nacht wurde ein Anschlag auf ein russisches Forschungslabor verübt. Es gab 7 Tote. Die amerikanische Terrorgruppe White Power hat sich zu diesem Anschlag bekannt. Hier sind die GGT-Nachrichten. Mittwoch, der 5.10. Die Entführung des Staatsoberhauptes Wodorow Popolov wird immer mehr zu einem Krisenfall. Bei einem Zwischenfall in der Nähe von Tel Aviv zwischen amerikanischen und russischen Verbänden kam es zu 1243 Toten und 432 Verwundeten. Das amerikanische Staatsoberhaupt Alan Clark hat den Notstand ausgerufen. Das russische Führungskommando hat die Kampftruppen von Mond und dem Mars zur Erde zurückgezogen. Hier sind die GGT-Nachrichten. Dienstag, der 11.10. Die Lage spitzt sich immer mehr zu. Erneute heftige Kämpfe um den Suezkanal. Amerikanische Truppen konnten das Gebiet um Lüneburg zurückerobern. Bis jetzt wird von beiden Seiten eine Zahl von 18.000 bis 20.000 Toten und Verletzten genannt. Einen Blitzerfolg konnten die Russen heute Morgen verbuchen, als sie den amerikanischen Raumhafen Diamond Harbor völlig zerstörten. Ja, so war es damals. Und wer nun den ersten Schuss bzw. die erste Atomrakete abgefeuert hat, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Aber Sie sprachen doch gerade davon, dass beide Seiten ihre Atomwaffen vernichtet hätten. Das haben damals auch alle angenommen, ich auch. Aber sie waren wohl nur gut versteckt und als der Konflikt eskalierte, meinte man wohl, sich den Atomwaffen so entledigen zu können. Völlig wahnsinnig.
Zwei Großmächte vernichten sich gegenseitig und die Erde mit dazu. Und das mit altertümlichen Waffen. Ja, und machte sie damit für Jahrhunderte unbewohnbar, obwohl sie ja sowieso kurz vor dem Kollaps stand. Wieso stand sie sowieso vor dem Kollaps? Wie ich schon auf unserem Hinflug angedeutet habe, hat die Spezies Mensch mit der Natur auf der Erde unendlichen Raubbau betrieben. So kolossal ausgebeutet, quasi selbst unbewohnbar gemacht. Warum wohl wurde damals so um das Jahr 2100 das Raumfahrtprogramm so kolossal vorangetrieben? Weil damals alle schon wussten, lange hält der Planet Erde das nicht mehr durch. Man musste in den Weltraum expandieren. Was ist denn damals auf der Erde genau passiert? Die Ozonschicht wurde immer dünner, das Klima veränderte sich radikal. In Mitteleuropa herrschte zum Beispiel im Sommer Temperaturen von nur noch 10 Grad im Sommer, während es in Südeuropa im Sommer über 50 Grad heiß wurde. Ernten verdorrten oder durch die Kälte war überhaupt kein Anbau mehr möglich. Synthetische Lebensmittel mussten in Massen produziert werden. Dafür mussten Unmengen von genmanipuliertem Getreide angebaut werden. Für diese gewaltigen Felder mussten natürlich Wälder weichen. So wurde zum Beispiel der brasilianische Regenwald komplett abgeholzt. Und das veränderte das Klima natürlich kolossal. Es war ein nicht enden wollender Kreislauf. Die Menschen auf der Erde waren also selbst schuld? Natürlich. Und wenn der Atomkrieg nicht stattgefunden hätte, wäre die Erde heute von alleine tot. Unbewohnbar. Jetzt im Bereich von Karis. Okay, Collins. Senden Sie den ID-Code und erbitten den Landestrahl. Wird gemacht, Commander. Glauben Sie, dass es überhaupt noch so ein Schiff mit, wie sagten Sie, einer Entseuchungsschleuse gibt? Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht kann uns Admiral Teto weiterhelfen. Vielleicht finden Sie so etwas in einem Raumschiff-Museum. Sehr witzig, Laura. Nein, ich meine das im Ernst. Ich werde gleich nach unserer Ankunft mit dem Admiral darüber reden. Commander, ich bekomme keine Verbindung zu Karis. Keine Verbindung? Sollte Karis auch schon zerstört? Es kommt eine Nachricht rein. Lassen Sie hören, Collins. An alle anlaufenden Schiffe. Hier spricht die automatische Bodenkontrolle von Karis. Sicherheitscode Delta 9. Ich wiederhole. Sicherheitscode Delta 9. Sicherheitscode Delta 9? Was soll mir das sagen? Entschuldigen Sie, Commander. Darf ich mal bitte? Umgeschaltet auf Sicherheitscode Delta 9. Senden Sie jetzt noch einmal unseren ID-Code. Los, Collins. An alle anlaufenden Schiffe, setzen Sie sich mit Ihren Heimatbasen in Verbindung. Code Grün. Ich wiederhole, setzen Sie sich mit Ihren Heimatbasen in Verbindung. Code Grün. Ende. Was meint er damit? Karis ist wieder eine vollautomatische Station. Code Grün bedeutet, es ist alles wie vorher. Alles wie vorher? Ja, Commander. Nach meiner Meinung sollten wir Kurs Richtung Ruga nehmen. Gut, dann berechne den Kurs nach Ruga. Wird gemacht, Commander. Versteht ihr das? Nein, aber sollten wir es tatsächlich geschafft haben, die Darts zurückzuschlagen? Und das in so kurzer Zeit? Apropos Zeit, wie lange sind wir jetzt unterwegs? 38 Tage, Commander. 38 Tage, In so kurzer Zeit kann die Entlastung aus dem Alpha Centauri nicht hier gewesen sein. Das sehe ich auch so. Nein, da muss etwas anderes dahinter stecken. Also, dann mit Höchstgeschwindigkeit nach Ruga und permanente Raumüberwachung, Collins. Permanente Raumüberwachung, Commander. Wir sind jetzt im Bereich von Ruga, Commander. Dann senden Sie den ID-Code und stellen Sie eine Verbindung her. Wird gemacht, Commander. Ruga meldet sich schon. Hier Außenstation Ruga, Wachoffizier Gonzales. ID-Code positiv. Sie können in Landeschaft Neuland. Ende. Hier Commander McLean. Was ist überhaupt passiert, Gomez? Wieso seid ihr schon wieder auf Ruga und was ist mit den Darts? Ende. Das wird Ihnen Admiral Teto genau erklären, Commander. Ich unterrichte den Admiral von Ihrer Ankunft. Der automatische Landestrahl bringt Sie nach Landeschacht 9. Ende. Ende. Da bin ich mal gespannt, was der Admiral uns zu erzählen hat.
Und was ist jetzt mit Ihnen, Van Geldern? Gibt es hier in der Nähe keinen Planeten, wo Sie mich absetzen können? Keine Chance. Zwischen Karis und Ruga gibt es nichts. Die einzige Möglichkeit ist, dass Sie sich erstmal hier an Bord versteckt halten. Aber keine Angst, wir werden Sie schon versorgen. Wenn Sie meinen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Außerdem kann es ja nicht allzu lang dauern, bis wir ein anderes Schiff aufgetrieben haben, um zur Erde zu fliegen. Vielleicht gelingt es mir ja auch, Admiral Teto davon zu überzeugen, dass er sie bei uns aufnimmt, wenn die Möglichkeit besteht. Vielleicht unter anderem Namen. Ich weiß es nicht. Ich werde alles versuchen. Danke, Commander. Aber so lange bleiben Sie an Bord. Der Leitstrahl hat uns erfasst, Commander. Wir landen. Gut, dann bin ich mal gespannt, was Admiral Teto uns zu berichten hat, was in der Zwischenzeit hier passiert ist. Den achten Teil der Science-Fiction-Serie Jahr 2700 mit der heutigen Folge Levana. Es sprachen Martin Mack als Commander Pete McLean, Jan Benz als Ray Collins, Till Kohlberg als Marco van Geldern, Alex Sauer als Admiral Teto, Silke Dell als Laura, Keno Basun als Garon, Daniel Giel als Gonzales, Sven Müller als Nachrichtensprecher und Matthias Behling an den Androidenstimmen. Drehbuch Martin Mack. Produktion 2016 bei Maggie Records. Laut ISD-Akten soll es dort sein. Überlegen Sie, Admiral. Nochmal. Meine Leute sind alle tot. Fuck! Es rast weiter auf den Planeten zu. Na, das war scheiße. Sie meinen das Wurmloch und den... nochmal. Außerdem sind Sie mir und Mr. Colin... Wir sollten uns die Sache mal genauer anschauen. Den ganzen Satz nochmal, der ist doof. Welche anderen? Ach nee, okay, gut. Ne? Ja. Da! Es schlägt schon. Ah. Der ist immer noch doof. Wir können ja schlecht aussteigen und so. Ja, der Shuttle hat etwas Aktivieren Sie die... Nochmal. Was für ein Wunder... Nein, mach ich nochmal. Aktivieren Sie die Langstreckenscanner. Vielleicht gelingt der Besatzung ja eine Notlage. Ach, Mann. Befindet sich auch nicht... Das erkläre ich Ihnen später. Kommen Sie jetzt mit.
Nein, nochmal. Ach ja, Sie erwähnten sie bereits im Hangar auf Rugar. In dieser Zeit Eboche. Als die Strafkolonie noch existierte. Die Hebräer kannten nur einen Planeten mit dem Namen Konten. Nochmal. Noch eine Seite ohne mich. Ah, da bin ich ja wieder. Mensch, das freut mich aber. Befindet sich nicht auf dem Sterra-Mond, ja, ist klar. In dieser Epoche. Concentration, please. So, Kaffee. Mein Freund. Wehe, das nimmst du in die Outtex. Sie sollten sich nach Levana begeben. War immer noch nicht gut, gell? In dieser Zeit Oh nein. Ich hätte sie auch gern mal gesehen mit all ihrer Artenvielfalt. Nochmal. In dieser Zeitepoche kannten die Menschen noch keine Weltraumreisen. Das heißt, die Hebräer konnten nur einen Planeten mit dem Namen Levana versehen, nicht verstehen. Oh, dieser Satz bringt mich um. Noch eine Seite ohne mich. Wieder eine Seite ohne mich. Hilfreich wäre jetzt... Ach, Quatsch. Levana ist der Terror... Nicht Terrormond. Ah, Terrormond. Collins ist schon wieder... Ah. Hier, Commander. Hier scheint der Trepp... Kurz, bevor wir in die Vergangenheit geschleudert wurden. Wurden. Collins ist schon wieder... Ja, okay. Ein paar. Am Anfang der Am Anfang der Industrialisierung. Oh Gott, was für ein schweres Wort. Mal sehen, wie oft ich jetzt hier strande. Wie ist das denn mit Laura? Bringen Sie sie zurück? Man förderte dort Nickel, Kupfer und andere Material. Mineralien. Oh. Collins ist schon wieder längst damit beschäftigt, die Computerdaten auszuwerten. Und gerettet hat sie Laura. Habe ich gerettet gesagt? Oh Mann. Strafkolonie. Nochmal. Intakt schon, aber ohne. Das erzähle ich euch, wenn wir etwas mehr Zeit haben. Wir sollten uns jetzt erstmal einmal nochmal... Collins ist schon wieder... Bitte. In knapp 4 Stunden müssten sie wieder hier landen. Müssen. Nochmal. Collins ist schon... Das klingt alles so, als wäre... Gut, dann werde ich mich jetzt mal hier ein bisschen... Das glaube ich nicht. So wie es scheint, waren ja darunter... Ach, scheiße. Merkwürdigerweise ist keins der Skelette nochmal. Collins ist schon wieder längst damit beschäftigt, die Computerdaten auszuwerten. Was habe ich denn gesagt? Ja, Computer, ach, niemals. Du Scheiße. Oh Mann, ey. Dann werde ich mir mal... Ich bin dabei, die Daten... Krützelmüpf. Dann werde ich mir mal dieses Medizin... Nochmal. Und unsere Lage ist hier so gut wie auf... Ich muss das anders. Ich muss ein bisschen verzweifelt wirken. Als die atomare Aufrüstung der Erde ihren höheren Höhe. Collins ist schon wieder. Ich krieg eine Krise. Dieser Satz. Maggie, ey, weißt du, das ist so ein Pipi-Satz, ne? Oh. Während es in Südeuropa noch einmal. Wir sind auf dem Mond gelandet, haben das Zwisch. Hören Sie das? Guck mal, Commander. Oh Gott, war das peinlich. Gott. Nein. Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Glück und Erfolg. Ach, das ist doch scheiße. Also dann, Höchstgeschwindigkeit, also dann mit nochmal. So, ach, das war's schon, Mensch. Schön. Das war's? Jo, das war... Lass laufen. Okay, klar. Bleib sitzen. Okay, klar. Ich dachte, wir machen nur den anderen Teil. Nö, wir machen jetzt erstmal so weit. Oh nein, ein Interview jetzt auch noch. Und völlig spontan so. In einer Drehpause. Der Terrorist Marco van Geldern ist wieder da. Hallo Till. Hi. Sag mal, was ging dir eigentlich damals durch den Kopf, als du eine Hörspielrolle im Science-Fiction-Hörspiel bekommen hast? Ja, wie soll ich das am besten beantworten? Also, ich war total... fasziniert von der Idee eines Hörspiels. Und weil mich Science Fiction schon immer angeregt hat, meine Fantasie weitergebildet hat und ich mich damals schon als Jugendlicher sehr stark damit auseinandergesetzt habe und deswegen sofort Feuer und Flamme war.
Was hast du an Science Fiction geguckt? Oder Kinofilme, Fernsehserien? Was war deine speziellen Sendungen da? Also gelesen habe ich sehr viel Perry Rhodan. Ich habe Star Trek, Star Wars immer verehrt. Und ja, ich glaube, das war's auch schon. Wie findest du den neuen Star Wars? Boah, super. Sind wir einer Meinung? Ja, wenigstens einer von Tausenden. Ich hatte mir ein paar Stichpunkte gemacht. Ach so, wie gefällt dir die Serie Jahr 2700? Ja, super. Freut mich auch auf jeden Fall. Ich habe ja erst zwei Nebenrollen gesprochen und jetzt bin ich natürlich der Terrorist Marco van Geldern und das ist immer schön. Jetzt hast du dich hochgearbeitet. Hochgeschlafen hat er sich von der Nebenrolle zur Hauptrolle. Ja, Mensch, ne? So, Science-Fiction-Fan hatten wir ja schon. Gibt ja sonst eigentlich gar nichts zu erzählen. Du wirst auf jeden Fall weiter dabei bleiben als Ex-Terrorist. Dann Marco van Geldern. Als Marco van Geldern. Gut, das war's eigentlich schon, Till. Hast du noch irgendwie ein Wort an die Hörer? Wolltest du noch irgendwas loswerden? Nein, danke. Okay, gut. Das kommt jetzt hinter den Outtakes als Interview noch dran. Sehr schön. Hört euch alle mal von Charlie Chaplin die Rede aus Der große Diktator an. Die ist immer noch aktuell, das, was er damals gesagt hat. Und genial. Auf jeden Fall, Magie. Wir mussten ja erst letztens herausfinden, was es überhaupt ist. Von Wag. Von der Band. Genau. Hm? Ja, jetzt haben wir Pause gemacht. Das können die Hörer hören, was wir hier verzapft haben. Und jetzt geht's weiter in die Sprechrollen. Ja, yeah. Super.